Herr Bundespräsident, der Deutsche Zukunftspreis 2021 ist verliehen. Ich glaube, man lehnt sich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn man sagt, die Favoriten haben heute gewonnen, auch wenn die anderen zwei Projekte sehr bemerkenswert waren. Ja, ich glaube, es war in der Tat für alle, die uns heute Abend zugeschaut haben, ein ermutigender Blick auf das Innovationsland Deutschland. Ein wirklich ermutigender Blick, weil man bei allen drei Teams, da gebe ich Ihnen völlig recht, sehen konnte, mit welchem Ehrgeiz, mit welcher wissenschaftlicher Kompetenz aus guten Ideen, Forschungsleistungen, aus Forschungsleistungen Produkte sind, die entweder in Marktnähe oder gar in Marktreife sind. Und das, glaube ich, ist eine Ermutigung nicht nur für diejenigen, die in diesen drei Teams arbeiten, sondern für viele junge Wissenschaftler und Forscher an den deutschen Universitäten und anderen Forschungseinrichtungen, ihnen nachzueifern. Kommen wir zu den Gewinnern. Sie haben ja mit Professor Schein und Frau Dr. Türeci in diesem Jahr schon zwei Teammitglieder mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Zwei unglaubliche Forscher, deren Geschichte eigentlich schon besonders ist und die ja trotz dieser Strapazen der letzten Monate immer noch voller Energie sprühen. Ja, und ich finde, dass das Fantastische an den beiden ist, dass sie ja ursprünglich sich auf Krebsforschung konzentriert haben. Und es auf diese Weise auch zeigt, dass man als Forscher nie den Tunnelblick behalten sollte, sondern links und rechts schauen sollte, wo die eigenen Forschungsanstrengungen und Forschungsergebnisse möglicherweise auch hilfreich, auch Anwendung finden können. Und das ist ein geradezu klassisches, seltenes, aber klassisches Beispiel dafür, wie aus der Intelligenz und aus der Beobachtungsgabe eines Forscherteams eine völlig neue, gar nicht geplante Anwendung eines Forschungsproduktes entstanden ist. Ich kann nur sagen, großen, großen Respekt davor. Das heute Abend, Herr Bundespräsident, war die 25. Verleihung des Deutschen Zukunftspreises, also ein kleines Jubiläum. Welchen Stellenwert sehen Sie für diesen Preis mittlerweile und hat er seinen Zweck erfüllt? Erstens glaube ich, dass wir mit diesem Zukunftspreis ein bisschen dazu beigetragen haben, den Blick auf die Forschungslandschaft, auf die Innovationslandschaft zu erweitern. Ich glaube, dass es auch ein bisschen was von der Lamoyanz genommen hat, die wir vielleicht vor 15 und 20 Jahren untereinander noch ausgetauscht haben über die Frage, wie weit hängen wir zurück gegenüber den anderen. Nun sind die anderen bestimmt in der Zwischenzeit nicht schlechter geworden, aber mein Eindruck ist, wir sind besser geworden. Die Häufigkeit und die Geschwindigkeit von der Idee über das Forschungsergebnis zum Produkt ist bei uns eindeutig schneller geworden und die heutigen Teams haben das gezeigt und bewiesen. Was wünschen Sie sich für den Preis für die Zukunft? Ich wünsche mir, dass er weiter an Attraktivität gewinnt und ich wünsche mir natürlich auch, wenn ich das so sagen darf, dass auch die Kommunikatoren, auch die Fernsehanstalten, dem Blick auf die Innovationslandschaft ein bisschen mehr Interesse widmen und vielleicht auch mehr Zeit einräumen. Vielen Dank für das Gespräch.